Oh Mann, aber C12 hat mir heute echt viele Nerven geraubt. Es ist so unfassbar. Da kamen wir her. Und da müssen wir nochmal hoch. So, zack. Und gleich wieder hoch. Oh, das war knapp. Uiuiuiui. So, zack. Mann, Alter, ich hasse es. Also die Steuerung, ich weiß, ich beklag mich sehr viel über die Steuerung. Aber an sich, so ist er jetzt da. Habe ich mich ja dran gewöhnt. So ist er ja okay, wenn man sich halt dran gewöhnt. Aber dass man da... Okay. Da kann ich lang. Alter, okay. Da hinten war ich drinne. Das heißt, wir gehen erstmal hier rein. Gucken erstmal, was hier abgeht. Okay, da sind... Da müssen die Bolzen rein. Okay, das heißt, hier muss ich rein... Brauche ich rein theoretisch noch gar nicht weitergehen. Weil da gehen die Bolzen rein. Das heißt, wir müssen dann erstmal uns darüber sneaken. Da geht's nicht weiter. Das heißt, dann würde ich mal sagen, gehen wir hier hin. Ja, da ist irgendwie nix. Und das heißt, wir haben noch eine mögliche Stelle und da müssen wir halt mit dem Ding hin. Einmal mit dem... mit der Gieschte. Na gut, dann bauen wir uns das da hin. Den roten Bolzen. Hab ich nicht mehr, dafür habe ich ja die anderen Bolzen. Die Frage ist halt... Guck da. Okay, reicht noch nicht. Die Frage ist halt, kriege ich noch weitere Bolzen oder ist es jetzt hier schon wieder Schwachsinn, dass ich hier hinten hingehe? Das ist jetzt so gerade meine Überlegung. Ob ich halt, wenn ich nur den gelben bekomme und ich sag mal einen blauen oder was auch immer da noch umherschwirrt, den vielleicht später bekomme? Da unten. Sehr interessanter Raum auf jeden Fall. Oh Mann. Ey, Dude, zeig dich. Komm schon. Du kannst doch nicht jetzt schon wieder irgendwo sein, Mann. Oh Mann, ey. So, jetzt? Nee. Hier ist auf jeden Fall eine Leiter. Oh, hi. So, den haben wir. Und, okay, dass er nichts mitkriegt. Verstehe ich zwar irgendwie nicht, dass weil wir immer genau ein Auge gucken. Und da haben wir einen roten, sehr schön. So, das heißt, die beiden sind ready. Das, ja, cool. Ich glaube, dann müssten wir eigentlich zurückgehen können und da die Schalter einsetzen. Das ist natürlich optimal. Und das mit ordentlich HP noch. So, zack. Den ganzen Kram jetzt einmal zurückziehen. Und da den Typen haben wir ja, glaube ich, gekillt. Und dann können wir die Schalter einsetzen. Mal gucken, ob das uns großartig irgendwas bringt. Also es wird uns definitiv irgendwas bringen, aber ich habe keine Ahnung was. Aber das werden wir wahrscheinlich sehen. So, wir haben zwei Schalter. Dann wird der dritte wahrscheinlich drinne stecken. Es sei denn, ich muss den noch suchen und ich habe den halt komplett übersehen. So. Oh, hi. Nein, hoch, 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 hoch. So, zack. Ich würde den ganz gerne hier... nämlich auch schon... Ach, komm schon. Willst du mich verarschen? Hat er mich jetzt gesehen, oder was? So, da sind nämlich die Schalter. Ach so, er könnte denn noch halt... Ich habe gelb und... rot, glaube ich. Wir machen wir halt so. Und da ist der grüne. Sehr schön. Sehr geil. So, einmal den roten. Dann haben wir hier... Alter, dann kriegen wir ein bisschen Progress. So. Gelb.
Wie gesagt, ich habe zwar keine Ahnung, wieso, weshalb, warum wir die Dinger hier haben, reinpacken, aber naja, wird ja irgendwie seinen Sinn haben, ne? So. Jetzt wäre ein Speicherpunkt natürlich sehr, sehr geil. Ich wäre natürlich am liebsten wieder zurückgegangen und jetzt gespeichert. Aber darf ich ja nicht. Oh, hi. Ja. Dass er genau den Falschen anvisiert, das ist schon mir gerade ein bisschen ekelhaft. Aber es ist mir egal, wir haben da Gesundheit, die wir mitnehmen können. Oha, hier ist aber ordentlich viel. Geil! Ich würde aber... Na komm. Lass mich. Wir haben noch genügend Energie. Na komm. Sehr schön. Nochmal ein Sicherungsbolzen Gesundheit. Da haben wir nochmal Gesundheit. Dann sollten wir wieder einigermaßen voll sein. Wir sind sogar komplett voll. Okay. Wir haben... Hä? Wieso haben wir auf einmal einen roten Wieso haben wir jetzt einen roten Sicherungsbolzen? Wir haben da eine Kiste. Wir brauchen da... Das ist auf jeden Fall der Falsche, würde ich jetzt mal sagen. Hallo. Ne, ist auf jeden Fall der Falsche. So. Das ist auf jeden Fall der Falsche. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich hoch. Würde ich jetzt mal stark schätzen. Das Gute ist, dass man da einen Save Point hat. Das ist falsch. Obwohl, das ist dunkel. Das ist schwer zu sagen, ob es da nur richtig oder falsch ist. Nein. Na komm. Natürlich. Es sind halt 100.000 Stück von mir. Aber die stehen halt gut übereinander gerade. Komm schon. Sehr schön. Sehr, sehr viele Granaten. Oh fuck. Okay, müssen wir halt so machen. Da ist der blaue Sicherungsbolzen. Genau den ich brauche. Und da sind rot und blau. Das heißt, wir können nochmal zurück... Oh, jawohl. Wir können zurückgehen und kriegen den Dingens. Sehr schön. Huch! Das Ding. Haben wir die Kika? Jo, haben wir. Sehr schön. Sehr geil. Oh, ist das gut. Also wenn es läuft, läuft es halt auch mal. Oh, das ist sehr, sehr geil. Das heißt, wir können hier den blauen halt einmal einstecken, können hier einmal speichern. Ist natürlich unlucky, dass ich mir da gerade eine Rakete in den Kopf gejagt habe. Aber trotzdem, wir haben hier einen Teil geschafft. Und das ist sehr geil. So. Vor allem, wir haben hier einen Speicherpunkt. Ich muss den ganzen Kram nicht nochmal machen, auch wenn ja, der erste Fight relativ kritisch war. Zack. Haben wir hier die Möglichkeiten, wirklich mal ein bisschen was zu erreichen. So, jetzt gehe ich zurück und da muss ich dann rein. Ich habe die beiden Keycards, beziehungsweise die beiden Stecker, oder was auch immer. Mit denen ich hier da wahrscheinlich dann reinkomme. Rot. Und einmal blau. So, und jetzt bitte einmal Mission speichern. Das wäre geil. Aber wenn wir Schwachsinn, dann Speicherpunkt zu machen. Da lang oder da lang. Das heißt, wir gehen erstmal da lang. Achso. Ja. Okay. Achso, die Dinge können wir kaputt machen. Okay, das heißt, ja. Wir sehen uns hier gleich wieder. Ich muss den ganzen Scheiß rausschneiden und das dauert immer so Ewigkeit, bis wir wieder da sind. Also bis gleich. So, Leute, bin ich wieder. Weiter geht's. Einmal ist rausgeschnitten. Und... Ja. Diesmal wissen wir ja, was wir machen müssen.
Na komm. Und zwar die Arme hier erstmal kaputt machen. Und dann hatten wir ja dieses komische Storage-Teil da hinten noch. Oder was auch immer das war. Das da. So. Keine Ahnung, ob das ausgereicht hat, alles drum und dran. Da komme ich auf jeden Fall. Keycard erfolgreich. Achso. Da ist ja die Keycard. Okay, kurz. Nix. Noch kürzer. Lang. Komm. Lauf. So, sehr schön. Dann haben wir das schon mal geregelt. Natürlich sehe ich jetzt so null. Auch sehr, sehr geil. So, zack. Und dann müssen wir den ganzen Weg nochmal zurückgehen. So, zack. Ungünstig. Gut, dass wir halt nur einmal einen Tag bekommen und nicht instant weiterbrennen. Also da habe ich mich gerade schon echt purzeln sehen. Was haben wir hier? Nix, oder was? Hier kann doch nix nix sein. Will das Spiel uns wirklich verarschen und dass hier nix nix ist, oder? Speicherpunkt! Hi. Da oben ist die alte. Jo! Mir egal. Wir haben einen Speicherpunkt. Mir egal. Die soll erstmal chillen. Wir haben hier einen Speicherpunkt. Und den werde ich definitiv hier schön ausnutzen. Und uns nochmal einen schönen Speicherpunkt hier reindrücken. So, jo, jo. Wenn ich jetzt Mission 4 schaffen sollte, irgendwann jetzt demnächst, vielleicht in den nächsten paar Minuten, und das sind nicht wirklich, was weiß ich, wie lange noch geht, werde ich natürlich, denn morgen, also morgen ist ja so für mich geplant, die Aufnahme. Und dann... Ionenkanone? Ah ne, doch, Ionenkanone halten, okay. Dann werde ich die Aufnahme halt nur pausieren und nicht eine komplett neue starten wollen. So, hoi, moin. Na, okay, mit dich vor allem. Mit dir habe ich da jetzt irgendwie so null gerechnet. Oh, gut. Danke, Riley. Ich stehe in Ihrer Schuld. Sind Sie in Ordnung? Naja, ich glaube schon. Ich bin froh, dass ich noch lebe. Was ist das dort drüben? Ich habe gesehen, wie die Aliens es benutzt haben. Es ist eine Art Kommunikator. Wir müssen hier schleunigst verschwinden. Gibt es einen Weg hier raus? Hier lang, glaube ich. Das ist vielleicht so etwas wie ein Aufzug. Okay. Irgendwie ein bisschen unspektakulär, oder? Die Rettung? Wo sind wir jetzt? Ich weiß auch nicht, Riley. Das ist wie in einem Labyrinth. Wir haben uns verirrt. Ich habe kein gutes Gefühl. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ist das nicht ein Kontrollraum dort drüben? Geben Sie mir Deckung. Ich klettere hinauf. Riley, was war das? Was ist mit dieser Tür los? Warum geht sie nicht auf? Oh nein, sie ist... Verschlossen war, glaube ich, das Wort, das du gesucht hast, Liebling. Obwohl mir lästig eher in den Sinn kam. Riley, er ist es! Es ist Dan! Passen Sie auf! Du hattest schon immer einen Sinn für die passenden Worte, meine Liebe. Wie gerne würde ich mit euch beiden ein wenig plaudern, aber euch zu töten erscheint mir geradezu unwiderstehlich. Carter, Ihre Drohungen sind genauso überzeugend wie Ihre lächerlichen Führungsqualitäten. Sie neigen dazu, sich zu überschätzen. Nur nimmt es Ihnen jetzt niemand mehr ab. O'Reilly, verschonen Sie mich mit Ihrem Geschwätz. Kommen Sie und unterhalten Sie sich lieber mit meinem kleinen Freund, dem Kampfdroiden. Er kann es gar nicht erwarten, Sie kennenzulernen. Super, Kampfdroiden. Aber ich glaube, ich habe seine Schwachstellen schon. Wenn da hinten da Kabel sind, muss ich wahrscheinlich nur die Kabel kaputt machen. Würde ich jetzt mal stark schätzen. Jo, das sind Kabel. Aber unsere Gesundheit halt reicht halt nicht aus. Ja, wir sind tot. Alles klar, wir sehen uns dann gleich hier wieder. Bis gleich.